You're always late. I can't take you anymore. You have no more sick time. Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gehen wir mal nicht fischen, sondern wir sind schon seit 6 in der Früh unterwegs. Und zwar fahren wir auf die Cup und Cat Expo nach Wallau. Der Dani ist halt auch am Start. Servus. Genau, mein Chauffeur. Ja, so weit haben wir es jetzt schon gebracht. Ja, Schmarrn. Und dann hätte ich gesagt, wir sehen uns, wenn wir da sind. Bis dann. Getting bravery, see it's mine to slavery. 9 to 5, grind and strive. Fuck a nigga, pay me less. It pay my bills at minimal, but see it pay me stress. Doing it. Yeah. You sexy motherfucker. Eat a dick, that's what I be really thinking. Yes, sir. No, sir. That's what I be really speaking. Cause even though this job pissed me off, obviously. We're making nigga piss more as living poverty. Obviously, I got. Yo, Leute. Ich bin zu Hause und es ist auch schon der nächste Tag, weil ich bin gestern einfach, oder mir sind gestern einfach so spät heimgekommen, dass ich eigentlich nur noch ins Bett gefallen bin. Und ja, so ein ganzer Tag Messe ist einfach massiv anstrengend von der Früh weg. Fazit zur Messe gibt es halt aus meinem Wohnzimmer. Genau. Und ja, was kann ich euch... Oh, jetzt muss ich erstmal hier sitzen, zur Messe erzählen. Wie fand ich's? Ja, sie war okay. Ich habe es mir ehrlich gesagt ein bisschen anders vorgestellt. Ein bisschen mehr Neuheiten. Es war halt eigentlich gar nichts Neues, fast gar nichts Neues, bis auf ein paar Zelte. Was ich jetzt aber nicht so spektakulär gefunden habe. Ja. Es war massiv baitlastig, also 70-80% von den Aussteller waren kleine Boilie-Roll-Firmen, wie man das auch immer nennen mag. Und ja, viel so Merchandise-Vertrieb von T-Shirts, Pullis, Caps, solche Sachen. Da war ich ein bisschen enttäuscht, aber... Ja, ist halt so. Deswegen sind meine Aufnahmen recht knapp ausgefallen, weil ich nicht recht gewusst habe, was ich eigentlich großartig sagen soll. Muss ich ehrlich gesagt zugeben. Und ja, es war trotzdem ein cooler Tag, brauchen wir nicht reden. Man hat ein bisschen quatschen können, fachsimpeln, machen wir ja alle gern. Aber ich habe mir ein paar Sachen gekauft und jetzt habe ich mir gedacht, die zeige ich euch jetzt einfach mal. Ist auch recht baitlastig, aber ja, war halt nicht viel anders da. Genau, na, zeige ich euch die jetzt halt einmal. So, dann haben wir jetzt, also was jetzt mal nicht baitlastig ist, sind jetzt zum Beispiel diese Teflonscheiben fürs Bremssystem. Ich habe mir da welche für meine Ultegras und meine Techniums mitgenommen, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob meine Techniums nicht schon welche verbaut sind. Das sehe ich dann, wenn ich es aufmache. Und die habe ich mir eigentlich schon lange mal das haben wir schon lange mal vorgenommen, dass ich mir die gönne. Das sind ja jetzt auch keine großartige Investition. Was haben die gekostet? Ich glaube, ein Satz 4 Euro. Ich habe 4 Sätze, 6 Sätze, keine Ahnung, was mir genau, wie viele Sätze ich jetzt mitgenommen habe. Ja, habe ich mal gekauft. Und da werde ich euch auf jeden Fall mal Fazit drüber geben, wie gut oder nicht gut die tatsächlich sind. Bis jetzt habe ich eigentlich nur Gutes drüber gehört. So viel dazu. Dann, was haben wir noch? Ja, ich habe mir einen stinknormalen Partikelmix von MyBaits mitgenommen. Da, sowas hier. Genau, kennt bestimmt jeder. Und was ich aber ganz cool gefunden habe, ist auch von MyBaits. Und zwar sind es Blutwürmer. Ich stehe da total drauf auf so,
natürliche Sachen. Okay. Die Gewässer was zulassen, weil wenn du so viel Brachsen und Weißfisch drin hast, dann ist das immer ja schwierig. Aber wo ich jetzt im Winter auf alle Fälle mal ausprobieren, sowas taugt mir immer übel. Und dann habe ich mal so, jetzt ist was unter den Tisch reingerollt. Aber ist nicht so schlimm, ist nicht so wichtig. Da hier einmal andere Boilies mitgenommen. Und zwar aus dem Grund, die sind nämlich, ist nämlich alles auf Alkoholbasis aufgebaut, sprich auch im kalten Wasser super löslich. Und das will ich jetzt auch für diesen Winter mal testen, ne? Beziehungsweise ich habe schon mal, ich glaube, die waren von Imperial Bates, bin mir nicht ganz sicher, sowas Ähnliches schon mal gehabt. Und es ist super klaffer im Winter und du hast einfach, wenn du es mal im Ufer dann so hingeschmissen hast, zwischen Kinder, wie sie im kalten Wasser trotzdem arbeiten, ne? Also löslich sind. Und genau, da habe ich mal, also da ist nur der Tipp zum Sprühen, ist mir jetzt gerade unter den Tisch reingefallen, der ist auch auf Alkoholbasis. Genau, und das will ich jetzt einfach mal ausprobieren. Dazu hat es die Pop-Ups da auch noch gegeben. Genau. Ja, das war jetzt eigentlich so das, was ich mir da von der Messe so mitgenommen habe. Keine großartigen Sachen. Ja, und dann sehen wir uns eigentlich im nächsten Video. Da gehen wir dann auch wieder fischen, ne? Nicht auf die Messe oder andere Sachen. Da könnt ihr euch schon gespannt drauf sein. Wir werden nämlich... oder ich werde euch meine ja, Winter-Vorgehensweise, Taktiken von Platzwahl, Futter über alles mal so zeigen und nahebringen. Genau. Und dann wünsche ich euch wie immer geile Zeit. Dicke Fische, bis zum nächsten Mal. Haut's rein. Ciao. That's what I be really speaking. Cause even though this job pissed me off, obviously. We're making niggas need his moans, living poverty. Obviously, I gotta work, suck it up and give a smirk, smile. And even though it hurt, and see my boss a fucking jerk. They call it a paycheck, it's really disrespect. That shit's so low, I can't.